Natürlich für uns ein großartiges Spiel. Es ist die Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga für uns. Bremen möchte es natürlich verhindern. Und natürlich erwarte ich in Bremen eine Bremer Mannschaft, die für klare Verhältnisse früh sorgen will. Und wir müssen von der ersten Sekunde hellwach sein, müssen voll drin sein im Spiel. Und man muss auch gleich sehen, dass wir an unsere Chance glauben. Das wird wichtig für uns sein, gegen eine Mannschaft, die zuletzt 6 Tore im letzten Heimspiel geschossen hat und wir auswärts jetzt nicht die beste Leistung gebracht haben. Und deswegen, wir müssen gleich drin sein im Relegationsspiel, dürfen uns keine Zeit nehmen, uns da anzupassen, sondern es muss von Anfang an in die richtige Richtung gehen. Nur dann haben wir eine Chance. Natürlich beeindruckt, weil Bremen liefern musste. Bremen hat geliefert und hat dann am Ende genauso wie wir auf einen Ausrutscher der Konkurrenz dann ja auch hoffen müssen. Wir hätten es aber selber regeln können. Das war, denke ich mal, der Unterschied. Bremen ist mit dem Sieg, mit dem klaren Sieg, dann hat den Relegationsplatz tatsächlich am letzten Spieltag noch erreicht. Aber trotzdem, es geht in die Relegation. Es spielt keine Rolle, das 6-1 von Bremen und das 0-3 von uns in Bielefeld. Die Uhren sind auf 0 gespielt und jetzt geht es sportlich bei 0 los. Als erstes ist zu nennen eine kontinuierliche Entwicklung, nicht nur in dieser Saison, sondern schon in den letzten Jahren. Wir haben jetzt das 6. Jahr in der 2. Liga, haben immer auch einen Schritt nach vorne gemacht. Nur einmal, es war vor 2 Jahren, haben wir auch mal unten in der Tabelle gespielt, haben es aber letztendlich auch geschafft. Und ich glaube, das war ganz gut für unsere Entwicklung, auch mal ein schwieriges Jahr zu haben. Aber wenn man jetzt die letzten 2 Jahre nimmt, haben wir 2-mal 55 Punkte geholt. Und das, obwohl wir jedes Jahr letztendlich auch Spieler in die Bundesliga auch transferiert haben. Und als 2. Punkt ist sicherlich zu nennen, was unser großer Trumpf ist, ist die mannschaftliche Geschlossenheit, ist die Mentalität, ist auch die Defensivarbeit, wo jeder Spieler bereit ist, an Grenzen zu gehen. In jeder Phase, zu jeder Zeit. Ich denke, das hat man bei dem Heimsieg insbesondere auch gesehen gegen den HSV, gegen eine bessere Mannschaft dann auch so zurückzukommen, nach Rückstand und Spiel zu gewinnen. Das war beeindruckend in der Art und Weise, aber das zeichnet uns schon seit Jahren aus. Wenn es eine Ausnahme gewesen wäre, dann könnte man das machen. Aber ich glaube, wir haben ja nach dem VfB Stuttgart die meisten Tore in der Schlussviertelstunde geschossen. Auch die letzten Jahre haben wir gerade zu Hause unglaubliche Fights gezeigt, haben viele Spiele auch gegen Ende der Spiele auch entschieden. Das spricht auch für unsere Fitness. Aber das jetzt war natürlich der Höhepunkt vielleicht gegen den HSV. Bis am Ende, bis zur letzten Sekunde dran zu glauben, dass man ein Spiel gewinnen kann. Das zeichnet die Mannschaft aus. Und das wissen wir, dass wir das insbesondere zu Hause auch leisten können. Aber jetzt spielen wir erstmal auswärts in Bremen. Und da gilt es eben, andere Dinge erstmal besser zu machen, wie zuletzt auswärts. Unsere Stärken, aber auch die Entwicklung und die Verbesserung unserer Schwächen uns überhaupt in diese Situation gebracht haben. Und zwar über die Saison und auch über die Jahre. Wenn wir eine Chance haben wollen, dann ist es wichtig, dass wir im Auswärtsspiel so ein Ergebnis erzielen, das uns im Rückspiel ermöglicht, die große Sensation zu schaffen. Das bedeutet, wir müssen extrem gut verteidigen, wir müssen leidenschaftlich sein, um in Bremen vom Beginn an im Spiel drin zu sein. Ich habe es vorhin erwähnt. Und einfach das Spiel so lang und so gut es geht offen zu gestalten, weil auch Bremen weiß, wenn wir ein Tor erzielen, wenn wir vielleicht auch mal die offensive Grundausrichtung, die Bremen immer wieder hat, nach einer Balleroberung auch schnell ausnutzen können und selber ein Tor erzielen, dann hat Bremen auch was zu verlieren im Rückspiel. Und darauf müssen wir vorbereitet sein, darauf sind wir ausgerichtet und auf das setzen wir natürlich auch. Ich glaube nicht, dass meine Spieler interessiert, was vor 26 Jahren waren, aber das hat mich natürlich geprägt. Genauso wie meine Zeit bei Alemannia Aachen, am alten Aachener Tivoli. Da war es auch schon so, dass verloren geglaubte Spiele übers Publikum, über Emotionen, über den Glauben der Mannschaft dann doch noch gewonnen wurden. Ich hatte das Glück, dann mit Aachen aufzusteigen von der 3. in die 2. Liga. Und gerade zum Schluss der Saison gab es solche Situationen. Das prägt einen als Mensch und als Fußballer und am Ende auch als Trainer. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich den vom Kopf her nicht beschränke, sondern dass es mein Anspruch ist und auch die Pflicht und somit auch meiner Mannschaft. Und das übertrage ich auch, bis zum Schluss alles dafür zu geben, dass man erfolgreich ist. Es ist Fußball, es ist ein Spiel und es ist immer alles möglich. Wenn man das verinnerlicht mit Teamgeist und mit maximalem Einsatz, dann kann man auch mal qualitative Unterschiede auch wettmachen. Und ich glaube, wir haben das verinnerlicht. Das ist eine unserer Stärken, dieser Zusammenhalt, diese DNA. Die hat jeder von uns im Team, in der Mannschaft. Und meine Spieler werden sicherlich auch jetzt in den letzten beiden Spielen in einer Lebenschance genau diese Eigenschaften versuchen, mit allem, was sie haben, auf den Platz zu bekommen. Ich glaube,
Das haben uns die wenigsten zugetraut. Und es gibt viele Mannschaften, die in der zweiten Liga am Ende hinter uns gelandet sind, die den Anspruch gehabt haben, genau da zu stehen, wo wir am Ende der Saison stehen. Und einfach nur Spaß. Wir haben uns das erarbeitet, wir haben uns das verdient. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir wollen jetzt verkrampfen und die ganze Welt schaut auf uns und wir vergessen einfach mal kurz, was uns auszeichnet, was uns stark macht, sondern mit Leidenschaft, mit Einsatz, mit einer gewissen Entschlossenheit, aber auch diesem Spaß wollen wir diese zwei Spiele streiten. Und Heidenheim ist kein Dorf, ist aber auch keine Großstadt, es ist eine Mittelstadt. Und ich glaube, diese Stadt zu repräsentieren, dass viel mehr Menschen auch gerne weltweit wissen, wo denn überhaupt Heidenheim am Ende liegt. Es ist schon krass, wenn ich nach draußen schaue, es sind zwar Bäume, aber es sind genau 200 Meter Luftlinie, da bin ich geboren und jetzt sitze ich hier und darf mit meiner Geburtsstadt um den Bundesliga-Aufstieg spielen. Ich glaube, Heidenheim, es gibt viel Mittelstand, es gibt viel Industrie, die Menschen sind gewohnt, hart für ihren Erfolg zu arbeiten. Man verzeiht auch mal, dass es nicht unbedingt immer die feine Klinge ist und ja fürs Auge die schönste Lösung. Aber auf dem Platz wird mal locht, wird gearbeitet bis zum Schluss. Man gibt sich nie zufrieden, man macht immer weiter. Und diese Einstellung der Menschen hier mit viel Mittelstand, mit viel Industrieunternehmen, das prägt, hat natürlich mich geprägt als Mensch, als Typ, aber auch den Verein. Weil das ist unser Anspruch, so wie die Menschen hier leben und arbeiten, so wollen wir auch Fußball spielen. Ein Mensch, der über ungelegte Eier spricht, sondern wenn mich was auszeichnet, dass ich mich auf den Moment fokussieren kann. Ich schaue nicht zu viel in die Vergangenheit, aber auch schon gar nicht so weit nach vorne. Vielleicht so viel dazu. Wir haben schon ein paar Erfolge zusammen feiern können und da waren schon viele legendäre Feiern dann dabei, aber das ist so weit weg für uns. Wir haben so eine Vorfreude auf die Spiele, wissen aber auch, dass wir komplett bei uns bleiben müssen, dass wir nicht irgendwann jetzt anfangen zu träumen oder schon jetzt zu spinnen oder uns was zurechtzulegen. Es wird eine Menge Arbeit und ich sage es bewusst, 2x90 und vielleicht mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Und alles, was danach kommt, ist sowieso besser, wenn man das nicht plant. Dafür gibt es ja Gründe. Natürlich nicht. Also ich habe mich nach dem Spiel mehr über die Niederlage geärgert als auf das Erreichen der Relegation. Es hat eine Nacht gedauert, bis dann auch bei mir angekommen ist. Wir haben sehr verdient, auch mit dieser Niederlage in Bielefeld. Wir sind nach 34 Spieltagen Dritter, haben genauso viele Punkte geholt schon wie letztes Jahr und haben die Leistung bestätigt. Wir haben es uns absolut verdient. Und ja, man darf ja nicht vergessen, es hatte mehrere Gründe. Einmal, wir haben gegen den Tabellenführer und Meister gespielt, der mit 10 Punkten Abstand vor dem VfB Stuttgart Meister geworden ist. Wir haben gegen Arminia Bielefeld gespielt, die zu diesem Zeitpunkt 15 Spiele ungeschlagen waren. Und man darf nicht vergessen, wir haben eine sehr offensive Grundausrichtung gewählt und nach 17 Minuten sind wir eiskalt erwischt worden. Stand 2-0 für Bielefeld. Wenn man es genau nimmt, war das Spiel da vorbei. Es war extrem schwierig für uns zurückzukommen. An diesem Tag hatten wir keine Argumente mehr. Das Schöne ist, spielt jetzt keine Rolle mehr. Und jetzt war es ein kleiner Rückschritt für uns. Aber ich würde es mal so umschreiben, wir nehmen nur nochmal neuen Anlauf, gehen einen Schritt zurück, nehmen neuen Anlauf und nehmen das mit ins Spiel gegen Bremen.